Hallo zu Sei achtsam. Kennst du das? Bevor du morgens aufstehst, hast du schon den ganzen Kopf voller To-Dos für den Tag. Dein Kopf kreist sich um die Gedanken, was du alles erledigen musst oder möchtest. Wir haben im Durchschnitt 50 bis 60 Gedanken in der Minute. Und meistens denken wir auch immer noch das Gleiche. Mit der Achtsamkeit und mit der Achtsamkeitsübung, die ich dir gleich zeigen möchte, kannst du versuchen, wieder mehr ins Hier und Jetzt zu kommen, präsenter zu werden, dass dein Kopf ruhiger wird, dass die Gedanken wirklich vorbeiziehen. Die Übung kannst du halt wunderbar am Morgen machen. Die Übung heißt der Energieraum. Die Übung machen wir im Stehen. Wichtig dabei ist, dass du wirklich feste am Boden stehst. Versuch also während der Übung nicht, deine Füße zu bewegen. Beuge die Beine ganz leicht, das heißt, streck die Knie nicht ganz durch. Versuch dein Gesäß ganz leicht ranzuziehen und den Bauchnabel ganz leicht Richtung Wirbelsäule. Aber so, dass deine Atmung noch lang und gleichmäßig und entspannt fließen kann. Achte auf deine Schultern, dass sie weg von den Ohren sind. Und dann versuche, deine Energie vor deinem Bauch wirklich wahrzunehmen. Wir haben unseren Hauptenergiepunkt unterhalb unseres Bauchnabels, also so circa so 3 Finger breit unter dem Bauchnabel, sitzt laut der traditionellen chinesischen Medizin unser Hauptenergiepunkt. Und diese Energie dort möchten wir jetzt wahrnehmen, spüren. Nimm deine Hände also vor deinem unteren Bauch, schließe deine Augen und spüre mal in deine Handflächen hinein, ob du wirklich Energie wahrnimmst. Du kannst auch ein bisschen spielen mit dem Abstand deiner Hände zum Bauchbereich. Versuche also mal, die Hände näher an den Bauch zu nehmen oder auch weiter wegzuführen. Und dort, wo du heute am meisten Wärme oder Energie wahrnimmst in deinen Handflächen, das ist der richtige Abstand für dich. Lass deine Atmung lang und tief fließen. Bring deine Achtsamkeit mehr und mehr in deine Handflächen und in den Raum zwischen deinen Handflächen und deinem unteren Bauch. Das ist dein Energieraum. Durch diese aktive Meditation wirst du ganz präsent und lässt deine Gedanken wirklich vorbeiziehen. Und wenn du dann deine Energie wahrnimmst, deine Wärme in den Handflächen und vielleicht ein leichtes Kribbeln, spür deine Atmung noch mal für ein paar Momente. Und dann atme ein. Stell dir vor, dass du Energie von deinem unteren Bauch hinaufziehst. Atme ein und heb deine Hände ganz langsam Richtung Brustbereich. Atme aus, öffne deine Hände. Atme wieder ein. Und aus. Komm in die Ausgangsposition. Atme ein, durch die Nase, aus, durch den Mund. Atme ein und atme wieder aus und komm wieder zurück. Geh zur Ausgangsposition. Versuch ganz präsent zu sein, deine Atembewegung und auch die Bewegung deiner Arme und Hände. Atme tief ein, heb deine Arme an. Atme aus, durch den Mund. Atme ein. Öffne die Hände und atme wieder aus. Atme ein. Atme aus. Durch den Mund ausatmen. Atme ein durch die Nase. Und aus durch den Mund. Beug die Beine ein bisschen mehr und versuch wirklich die Festigkeit im Boden wahrzunehmen, wie fest du im Boden verankert bist. Atme tief ein. Atme aus. Durch den Mund. Atme ein und atme aus. Atme ein durch die Nase. Aus. Atme ein und aus. Wiederhol das noch 2-mal in deinem Atemrhythmus. Einatmen. Aus. Ein. Und aus, tief einatmen, ausatmen, einatmen und ausatmen.
Dann nimm die Hände vor der Brust zusammen in die Namaste-Haltung. Spüre einen Moment nach, halte deine Augen gerne noch geschlossen. Nimm auch die Wärme in deinem Bauchbereich jetzt wahr. Und dann öffne langsam deine Augen. Ich wünsche dir viele achtsame Momente noch heute. Namaste.